Hallo, herzlich willkommen zu unserem nächsten Panel, das da heißt Fachkräfte und Nachwuchsmangel. Ich fange mal bei den Damen an. Bitte begrüßen Sie mit mir Insa Wiese, fangen wir mal in der Mitte einfach an, von Start into Media, aus München hergekommen. Vielen Dank, hoffentlich klimaneutral. Wir hatten ja gerade grünes Drehen als Panel davor, also mit der Deutschen Bahn mit 100% Ökostrom, hoffen wir. Dann auf der linken Seite dann Melena Meitz, Produzentin von so tollen Formaten wie Kikaninchen, Löwenzahn, Tatorten. Ich habe jetzt erfahren, auch gerade von Kinoproduktionen sozusagen, also von dem Nachwuchs bis zu den Erwachsenenproduktionen, also kennt sich auch bei den Nachwuchsproduktionen aus und hat laut meiner Vorstandskollegin Dagmar Rosenbauer ein Faible für Nachwuchs. Da werden wir hoffentlich dann in dieser Diskussion mehr darüber erfahren. Dann kommen wir zu Stefanie Bieker. Du bist Szenenbildnerin. Kostümbildnerin, Entschuldigung. Du bist Kostümbildnerin und bist aber auch bekannt in der Branche, weil du mal diese Initiative ergriffen hast, den Verband der Filmschaffenden zu gründen. Und nee? Also ich bin im Vorstand vom VSK. Nimmst du mal ein Mikro? Dann, also ich bin im Vorstand vom Verband der Szenenbildner, Kostümbildner und unter anderem haben wir eine Initiative gegründet, den Verein Nachwuchs. Filmberufe. Genau, das wäre dann das, worauf ich dann gekommen wäre. Das ist das, weswegen du hier sitzt, nämlich dass mit verschiedenen Berufsverbänden und den beiden Akademien, also der Fernsehakademie und der Filmakademie, die Infilm gegründet habt. Darüber werden wir dann auch gleich mehr erfahren. Dann kommen wir hier zu meiner Linken, zu Benjamin Harris. Da muss ich jetzt fast leider ein bisschen ablesen oder ich versuche es mal doch aus dem Kopf. Sie sind zuständig für die Pipeline, für die Talent-Pipeline von Netflix, ja, dass die immer gefüllt ist, diese Talent-Pipeline. Haben so illustre Stationen in ihrem Berufsleben durchlaufen, wie dass sie das Serial Eyes-Programm an der DFFB geleitet haben und dass sie an der UCLA Co-Leiter des Story Departments waren, wenn ich das richtig. Producing, ein Producers-Programm, genau, an der UCLA in Los Angeles. Genau. Und last but not least, Daniel Mattich. Daniel Mattich kommt gerade von einer Kinoproduktion. Da könnte ich jetzt irgendwie so ein bisschen singen. Girl, you know it's true. Das kennt vielleicht jeder. Ja, das ist ein bisschen länger her schon, dass das ein Nummer-1-Hit war. Milli Vanilli. Und über die wird ein Kinofilm gemacht. Und da hast du gerade Line-Producer gemacht, Schrägstrich Produktionsleitung. Und Daniel ist jemand, der hat die Ochsentour gemacht. Also Daniel ist sozusagen vom Produktionsfahrer, dann Studio Babelsberg als Transportation Captain und nun in die höheren Weihen der Produktionsleitung aufgestiegen. Wir fangen gleich mit der Eingangsfrage an, wen braucht die Film- und Fernsehbranche? Und da würde ich eigentlich ganz gerne zuerst zu unseren Produzenten oder denen, die auch ganz nah, sage ich mal, dran sind und diesen Fachkräftemangel spüren. Vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Frau Meitz, Melena Meitz. Wo gibt es da Probleme? Also wo haben Sie bei Ihren letzten Produktionen, wo gab es da aus Ihrer Sicht oder aus Ihrer Wahrnehmung die größten Probleme? Ich glaube, ich muss auf den Knopf drücken. Ne? Also wir haben natürlich die größten Probleme, was die Teampositionen anbelangt. Ich glaube, wir haben weniger Probleme mit dem Kreativtalent. Also ich sag mal, Autoren, Regisseure sind eigentlich im Grunde, also das erlebe ich nicht, dass es wirklich ganz große Probleme gibt. Aber wir haben natürlich extreme Probleme bei Produktionsleitern, bei Kostümbildnern, bei Ausstattern, bei all diesen Positionen und natürlich dann auch bei denen, die in die Berufe strömen, also die Assistenten auch vor allen Dingen, die kommen halt, die wachsen halt nicht nach und da entstehen dann die großen Lücken und da fehlt dann am Ende dann auch jemand, der aufsteigen kann in der nächsten Produktion. Also das heißt vor allen Dingen below the line. Daniel, wie ist dir das gegangen? Wie war das bei eurem Projekt? Jetzt hast du alle Positionen schnell besetzen können? Ja, also wir haben da bei der Besetzung waren wir eigentlich relativ früh dran, konnten da ganz gut noch aussuchen. Aber natürlich haben wir generell das gleiche Problem, dass
wir, wie du sagst, below the line, also die, ich sage jetzt mal auch die nicht glamourösen, man sieht ja mal beim Film das Glamouröse, Regie, Kamera, Schauspieler ist jetzt nicht unser Thema, aber das ist nach außen hin immer etwas attraktiver. Es sind ja in der Produktion, da wo ich jetzt speziell für in meinem Umfeld mit zu tun habe, fehlen natürlich Aufnahmeleiter, es fehlen Leute auch in den sehr trockenen Berufssparten wie Filmgeschäftsführung. Aber auch im Bereich Kostüm gibt es sicherlich auch ein großes Nachwuchsproblem. Das zieht sich durch alle Departments letztendlich. Ja, und bleiben wir vielleicht noch mal kurz bei Below the Line. Das hat sich ja dafür extra die Infilm gegründet. Jetzt schaue ich zu dir, Stefanie. Wie ist das aus deiner Wahrnehmung? Also auch jetzt, wenn du die Abteilung leitest, Kostümbild, dann wie sieht es da aus? Also das hat angefangen 2018, 19. Da habe ich ja auch, hatten wir ja auch die ersten Podien, denke ich mal, und die ersten Treffen. Mit der Einführung von dem Mindestlohn, glaube ich, ist dieses Praktikum, der Einstieg über Praktikum nicht mehr möglich gewesen. Und wir haben natürlich seitens Kostüm- und Szenenbild sehr große Departments teilweise und wir haben den Nachwuchsmangel schon ganz deutlich in den handwerklich-technischen Berufen tatsächlich eben seit 3-4 Jahren extrem nochmal in den letzten 2 Jahren hat sich das nochmal verschärft. Und dadurch haben wir die Initiative ergriffen und haben uns mit anderen Berufsverbänden zusammengetan. Also mittlerweile sind es 13 Berufsverbände und die Akademie für Fernsehen, die uns sehr unterstützt, und die Filmakademie. Und versuchen an der Sichtbarkeit der Berufe etwas zu ändern, dass wir sichtbarer werden und vor allen Dingen, dass wir Strukturen finden, um Berufe auszubilden und weiterzubilden, die uns in Deutschland eindeutig fehlen. Herr Harris, wie ist das bei Netflix? Ist es da einfacher, weil alle zu Ihnen kommen? Oder? Wie ist Ihre Talent-Pipeline? Below the line und above the line? Nein, es ist nicht einfacher. Ich glaube, wir spüren das auch. Wir spüren das mit allen anderen zusammen. Und es ist natürlich below the line auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, es kommt darauf an, wen Sie fragen. Aber im Grunde, egal wen Sie fragen, alle spüren es. Ob es jetzt Autorinnen sind, ob es below the line ist. Also ich hatte jetzt gerade am Freitag hatten wir ein Event, einen Workshop, den wir gesponsert haben. Da haben wir die Filmgeschäftsführer aus den Bereichen Berlin und München eingeladen, mit denen wir zusammenarbeiten und mit dem wir generell bisher zusammengearbeitet haben und haben sie gefragt, wie sieht es aus? Und Nachwuchs und Fachkräftemangel war das allerwichtigste Thema für alle. Und die Frage ist natürlich, und Stefanie, da ist natürlich die Frage, wie werden die Leute ausgebildet? Wie kann man den Nachwuchs schaffen? Und ich glaube, eure Initiative ist da schon ganz wichtig. Denn ich glaube, das eine ist eine Imagekampagne, ist alles gut und schön, aber wenn man keine Ausbildungsgänge hat und nicht weiß, wie man die Leute ausbilden kann, und das ist ja im Grunde eine der großen Themen, die wir haben hier in der Filmproduktion, ist, dass es entweder ist es On-the-Job-Training oder man kommt als Quereinsteiger durch einen anderen Beruf rein und lernt sich das sozusagen an. Aber wir haben im Grunde für viele Berufszweige haben wir keine klare klassischen Ausbildungsweg. Eine theoretische oder das duale System oder sowas gibt es nicht. Und ich glaube, das ist genau der Knackpunkt für uns jetzt. Ja, da werden wir auch gleich ein bisschen ausführlicher, denke ich, darauf eingehen, dass wir die Initiativen, die hier teilweise ja auch vertreten sind jetzt auf dem Panel, dass wir da ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Aber
Insa, ich würde dich gerne noch fragen, du bist doch ganz nah dran am Nachwuchs mit Start into Media. Start into Media ist ein Programm aus Bayern oder in Bayern. Na, ihr habt auch hier diese wunderbare Studie hier, Fachkräfte für die Medien, was braucht die Branche? Ja, da durfte ich mir vorhin ein Exemplar mitnehmen. Wie ist denn deine Wahrnehmung? Ihr seid zwar jetzt natürlich nicht nur speziell für Film, Fernsehen, ihr seid auch für andere Bereiche wie IT und im weiteren Sinne Medienunternehmen, also der Medienbegriff wird da ein bisschen weiter gefasst. Aber wie ist die Wahrnehmung? Man hört immer so Work-Life-Balance und so. Ist das denn noch attraktiv, dass die Berufsbilder, die es im Film, Fernsehen gibt? Also wie ist so eure Wahrnehmung? Also tatsächlich, wenn man jetzt von der Generation Z spricht, das ist ja im Prinzip der Nachwuchs, der jetzt in die Branche einsteigen soll, die haben das Thema Work-Life-Balance total auf dem Schirm. Für die sind Familie, Freunde wichtig. Und da ist natürlich, das wisst ihr alle, die aus der Branche kommen, Film überhaupt nicht attraktiv. Und was dabei auch eine Rolle spielt, sind auch Gehälter zum Beispiel. Und da merkt man ja auch in der Branche, also generell in der Medienbranche, sind die Gehälter auch nicht so attraktiv. Also im Prinzip ist es im Moment so, dass die Branche, die Medienbranche allgemein, kein so attraktiver Arbeitgeber ist. Und da muss man irgendwie auch gucken, was kann man da realisieren oder wie kann man den Beruf, wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden, wie kann man andere Bedürfnisse erfüllen, sodass die Berufe dann doch wieder attraktiver werden. Was ich aber ganz interessant fand in eurer Studie, wenn man da reinblättert, dann sieht man, dass im Vergleich zu anderen Feldern, wie zum Beispiel IT, ja, also im Medienbereich habe ich die Zahl gelesen von 5%, also der Stellen können nicht besetzt werden. Ja. Beim IT sind es dann durchaus schon mal 8 oder 9% und bei den Wartezeiten ist es im Filmbereich, man muss ja noch unterscheiden jetzt zwischen Festanstellungen und dann den Freelancern, die nur für eine Produktion geholt werden. Kann man aber auch der Studie entnehmen, dass es auch eher im Durchschnitt ist oder sogar leicht unterdurchschnittlich. Also es sind wohl 4 Monate, die man braucht, um eine Stelle neu zu besetzen halt. Inwiefern passt das dann zusammen? Dann haben wir doch eigentlich bei IT ein viel größeres Problem, oder? Also gibt's, wie stellt sich das für euch dar? Naja, solange man Stellen nicht besetzen kann, ist das generell ein Problem, weil wenn man eine Stelle 4 Monate lang nicht besetzen kann, heißt das auch, man kann 4 Monate lang nicht produktiv arbeiten. Und dann entstehen natürlich viel höhere Produktionskosten. Also ganz egal, wie unterschiedlich die Monate sind, also wir haben alle Fachkräftemangel und jeder leidet darunter, weil es einfach immer Kosten und Produktionsschwierigkeiten einfach sind, die man dann hat. Okay, dann kommen wir doch mal langsam zu den Lösungen. Da gucke ich besonders dich an, Stefanie. Vielleicht magst du ein bisschen was näher berichten. Was macht die Infilm? Was hat sie sich auf die Fahne geschrieben? Um welche Berufsgruppen geht da? Wir haben ja schon ein bisschen jetzt erfahren, wo besondere Mangelberufe sind. Es gibt ja auch die EPI-Studie, die will ich da ganz kurz natürlich erwähnen. Da steht Filmgeschäftsführung ganz oben, also bei den Festanstellungen sowieso. Ja, da ist ganz interessant, bei den Festanstellungen ist Filmgeschäftsführung sozusagen der größte Mangelberuf. Dann kommen die Aufnahmeleiter, also erste Aufnahmeleitung eher ziemlich weit unten. Während bei den nur für Produktionen zu besetzenden Berufen wird da genannt, als erstes eben Filmgeschäftsführung und Aufnahmeleitung. Also da ist dann die Aufnahmeleitung auch wieder plötzlich ganz oben bei den nur. Was habt ihr auf dem Plan mit der Infilm? Ja, also ich glaube, dass es natürlich die die Studie vom Erich-Pommer-Institut ist sehr interessant für die Produktionsberufe. Ich glaube, sie haben auch sehr viele Produktionsfirmen, Produktionsleiter gefragt. Sie haben auch uns vorher gefragt, welche Berufe kann man überhaupt in den Departments sozusagen als ausbildungsfähig oder ausbildungsintensiv benennen. Ich glaube, die Vielschichtigkeit ist natürlich das Problem, dass wir bei der Qualifizierung sehen. Wir haben sehr, sehr viele Spezialisten in den einzelnen Bereichen. Also in den großen Departments, Kamera-Department mittlerweile ja auch sehr große Entwicklung. Genauso wie bei den Editoren, also wir sehen das eigentlich in allen Bereichen, dass wir die Branche sich ändert, die Anforderungen ändern sich. Und bestimmte Berufe würden wir als ausbildungsfähig bezeichnen. Das haben jetzt die Berufsverbände übernommen. Und es gibt natürlich auch Tätigkeiten, die man anlernen kann, fortbilden kann und weiterbilden kann. Also ich glaube, da muss man eine große Unterscheidung treffen. Und grundständige Ausbildung, das anzustreben, das ist einmal das Ziel der Initiative, mit dem Berufsbildungsinstitut zusammenzuarbeiten.
Genauso wie wir aber auch über Qualifikationsseminare nachdenken mit der IHK zusammen oder mit anderen Anbietern. Es ist halt, ich glaube, ein sehr weites Feld. Wir merken natürlich, dass wir, es ist einerseits auch natürlich ein politisches Feld. Also wenn wir, ich gehe jetzt nochmal zurück, bei dem Mediengestalter Bild und Ton zum Beispiel, das ist ja ein anerkannter Ausbildungsberuf oder auch ein Studiengang, da ist das Problem, dass dann die Absolventen nicht automatisch in die Branche kommen. Also dass wir dieses Zwischenstück strukturell unterstützen müssen. Wie kommt man an eine Assistenz? Wie kann man Assistenzpositionen schaffen, die fest, also in allen Bereichen, Script Supervisor, Assistant Director, auch in unserem Bereich Kostümbildassistenz, Set-Kostüm, Szenenbildassistenz, Requisite, also diese ganzen Bereiche, die uns in den tatsächlich in den Departments sehr fehlen, die müssten zusätzliche Assistenzpositionen bekommen, die in den dualen Ausbildungs- und Weiterbildungssystemen sozusagen mitlaufen könnten als feste Positionen. Und ich glaube, da ist ein großer Mangel. Seitdem wir den Mindestlohn haben, haben wir diese Trainee-Programme halt nicht mehr. Und wir, also das ist etwas, was im Grunde deckungsgleich von allen Berufsverbänden gesehen wird. Genau, da frage ich nur kurz, werfe ich den Blick zur Produzentin und natürlich auch zum, ich sage jetzt mal Sender, also Streamer, ja, aber das ist ja, sage ich mal, aus der Wahrnehmung der Branche jetzt nicht, also macht ja nicht den Unterschied, ob das Geld jetzt vom Sender oder vom Streamer kommt, aber fangen wir mal bei Ihnen an. Wie lösen Sie das denn? Also wie ist das für Sie mit dem Mindestlohn oder seit dem Bestehen des Mindestlohnsgesetzes, wo man ja weniger Praktikantenstellen besetzen kann, weil sie eben alle voll bezahlt werden müssen etc. pp. Wie lösen Sie das denn? Wie lösen Sie Ihren Fachkräftemangel? Naja, man muss wirklich sagen, dass in dem Moment, in dem wir keine Praktikanten mehr hatten, ist das System praktisch zusammengebrochen. Ja? Also einen Mindestlohn zu zahlen für jemanden, den man nicht kennt im Grunde, den man ausprobiert, ist natürlich irgendwie nicht wirklich realistisch. Nun hat man dann immer wieder auf die Leute zurückgegriffen, die schon Erfahrung hatten. Inzwischen stehen wir aber da, dass also schwer was nachkommt. Und ich glaube, dass jeder Beruf, in jedem Berufsfeld ist es auch unterschiedlich. Also ich finde das schwierig, dass jetzt sozusagen diese ganzen Berufe über einen Kamm zu scheren, weil gerade die Finanzberufe, auch, also ich meine Produktionsleiter auch, kommen aus einer ganz anderen Ecke jetzt als Maskenbildner, Kostümbildner. Die haben ja eine ganz andere, die haben ja auch Möglichkeiten, den Beruf sozusagen anders anzugehen. Ich glaube irgendwie, dass es schwierig, also dass man sich wirklich hinstellen muss und jedes Berufsfeld einzeln angucken muss. Wir haben das große Glück, dass wir ganz verschiedene Formate haben. Wir haben kurze, kleine Formate. Die Kinderformate sind ja viel kürzer als jetzt der große Kinofilm. Wir sind natürlich in der guten Situation, dass wir Leute dann in kleineren Formaten ausprobieren können und die natürlich bei uns dann im Haus auch dann durch die Produktion wachsen können. Also das hilft uns sehr. Das ist aber eine ganz komfortable Situation bei uns in der Firma. Das haben natürlich andere Produzenten nicht, die sehr stark einzelne Solitäre produzieren. Also insofern würde ich sagen, sind wir in einer glücklichen Position. Aber es ist dann eben auch schwierig. Also es ist ein absurder Run, also vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie die Sender ja sehr kurzfristig Produktionsaufträge geben. Und dann passiert das Wahnsinnige, dass man das Erste, was man macht, bevor man noch Regie und Kameramann irgendwie sucht, sucht man sich schon irgendwie alle anderen Stabmitglieder zusammen. Also ich meine, man ist irgendwie immerzu in einem Wahnsinns Hurry, um dann irgendwie schnell die Hände auf alle zu legen, die man gerade noch greifen kann, mit denen man gute Erfahrungen gemacht hat.
Und dadurch, dass natürlich das Produktionsland Deutschland natürlich durch die Streamer einen extremen Boom erleben im Moment, muss man, je schneller man ist, umso besser ist man. Und da ist man natürlich mit den Sendern immer nur am Falschen, wann sie die Entscheidungen treffen. Weil das ist eigentlich der Punkt, dass man sagt, jetzt noch eine Woche und dann fängt der Run fürs nächste Jahr an. Und das ist natürlich absurd. Also ich meine, weil man sich ja natürlich dann auch gegenseitig überbietet und sozusagen auch, dann geht es dann auch natürlich letzten Endes ums Geld. Und so kann es auch nicht weitergehen, weil zumal die Sender natürlich uns diese Kostensteigerung dann auch nicht die sind da nicht kalkulationsfähig. Herr Harris, bei Netflix gibt es ein Trainee-Programm. Genau. Meine Abteilung wurde jetzt Grow Creative, die wurde jetzt vor 3 Jahren gegründet. Ich bin seit einem Jahr jetzt dabei hier in den deutschsprachigen Märkten. Netflix hat Grow Creative in 18 Märkten weltweit am Laufen, überall da, wo wir lokale Produktionen haben. Und es geht konkret um Nachwuchsförderung und die Bekämpfung des Fachkräftemangels. Also wir sind nicht alleine hier in Deutschland, Österreich und Schweiz. Es ist in allen europäischen Märkten eine ähnliche Situation. Können sogar nach Übersee gehen. Das Problem ist natürlich, in jedem Markt hat unterschiedliche Ursachen und wird auch unterschiedlich dann angegangen. Also das ist der große Vorteil, den wir haben. Wir können natürlich, ich habe noch 9 andere Kollegen, mit denen kann ich mich regelmäßig austauschen und überlegen, was können wir machen und uns die besten Praktiken abschauen voneinander. Ein Traineeship wurde jetzt in einigen unserer Märkten gelauncht. Wir machen das jetzt auch. Soft Launch mehr oder weniger letztes Jahr. Nächstes Jahr werden wir das etwas strukturierter angehen. Das Traineeship ist im Grunde so eine Art bezahltes Praktikum für Neueinsteiger in einigen Bereichen. Es kommt dann, wir gucken auf verschiedene Bereiche. Wir haben das mit Filmgeschäftsführung angefangen, da war es wirklich für Neueinsteiger. Dann sind wir in die Postproduktion für Post-Coordinators. Was passiert ist, dass wir der Produktion Geld dazugeben, dass sie diese Position mit Leuten füllen können, die eben nicht diese einschlägige Erfahrung unbedingt haben, sondern ausprobieren, ob die Leute on the job mitzuziehen, zu trainieren, auszubilden. Das ist der Gedanke bei der ganzen Sache. Also es ist ein klassisches, würde ich fast sagen, Azubi-Gedanke, ein Auszubildender in einem bestimmten Bereich. Das haben wir in verschiedenen Bereichen, Produktionsleitung oder Aufnahmeleitung fangen wir jetzt gerade an, probieren wir jetzt gerade aus. Aber dann gibt es auch andere Bereiche, wo es nicht mit Neueinsteigern geht, wo wir dann tatsächlich jetzt mehr oder weniger auf den Mittelbau oder sogar schon auf die HOD gucken. Und da haben wir zum Beispiel jetzt jemanden gehabt, den wir zum VFX-Supervisor ausgebildet haben, der selber schon eine Karriere in VFX gemacht hat, VFX-Artist, und der sozusagen die nächste Stufe machen wollte. Und für Produzenten, für die Produktion gab es in dem Sinne diese Rolle nicht. Die haben wir dann sozusagen geschaffen oder haben das Geld dazugegeben, dass diese Person ausgebildet werden kann. Und das ist sozusagen ein bisschen unsere Strategie hier im deutschsprachigen Raum. In den anderen Märkten versuchen wir andere Sachen, wo dann zum Beispiel eher dann die HODs dann ausgebildet werden, statt Neueinsteiger. Also verschiedene Ansätze, und wir versuchen uns da im Grunde anzugucken, was am meisten Sinn macht für den jeweiligen Markt. Das klingt sehr spannend, aber ich versuche mir das jetzt gerade vorzustellen. Das heißt, muss ja dann heißen, ihr habt ja dann keine Batches, also sagen wir mal, vom Batch spricht man ja, wenn man sagt, man braucht jetzt so 10 oder 12, damit man so eine Klassengröße richten kann. Also wenn ich jetzt mal, wenn wir bei dem VFX Supervisor bleiben, wie läuft das dann? Also das ist dann 1:1 oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also wir sind ja auch eigentlich kein großer Produktionsauftraggeber. Also wir machen das auch, das muss ich mal dazu sagen, wir sind ein Streamer und wir arbeiten mit unseren Produktionspartnern zusammen. Und wir haben
vielleicht 6, 8 Serien im Jahr in Produktion. Also ein großes Auftragsvolumen haben wir gar nicht. Das heißt also, viel, was wir machen, wir haben jetzt insgesamt seit 2021 haben wir 18 Trainees durch 19 Trainees durch 18 Produktionen gebracht. Das wird wahrscheinlich nächstes Jahr ein bisschen mehr hochgefahren, aber wir werden keine riesen Batches machen, das ist richtig. Was ich hoffe, ist, dass wir so ein bisschen Modellcharakter entwickeln und wir können halt ein bisschen was ausprobieren. Wir sind halt, das ist halt so ein bisschen die Firmenkultur. Man probiert einfach mal was, man sieht, was es funktioniert. Und dann hoffen wir, dass wir andere finden, die uns das nachmachen oder vielleicht sogar besser machen. Stefanie, du rutschst so ein bisschen auf deinem Stuhl. Du willst was sagen. Schieß los. Schon gleich ganz unruhig. Genau. Nein, tatsächlich habe ich eine Frage, eine ganz entscheidende Frage. Diejenigen, die diese Trainee-Programme durchlaufen, welche Perspektive haben die? Werden die angestellt für diese Zeit und ist eine Art Mentoring-Programm für diejenigen, die ausbilden? Oder weit? Also ich weiß nicht, ob man da überhaupt von einer Ausbildung sprechen kann oder ob das ein, ja, zunächst ja auch ein in die Branche reinschnuppern wahrscheinlich ist. Letzte Frage, besetzen diese Kollegen dann auch sehr schnell oder Kolleginnen die Stabspositionen? Oder wie kommen Sie sozusagen in eine Perspektive? Also die Leute jetzt, genau. die Trainees. Ja, genau. Die Trainees sind in meisten Fällen sind das Neueinsteiger, die, ich würde sagen, mehr als einfach nur reinschnuppern. Die sind, begleiten halt die Produktion für die gesamte Produktion. Was im Grunde klassisch der Praktikant gewesen wäre, aber jetzt halt in dem Sinne bezahltes Praktikum ist. Also die Leute, die jetzt, und wie gesagt, wir machen das in Zusammenarbeit mit unserem Produktionspartner. Wir machen das jetzt nicht, wir setzen das, doktrinieren das jetzt nicht unseren Produktionspartnern auf, sondern da ist ein reger Austausch. Wir gucken, welches Department macht Sinn, welcher Supervisor macht Sinn. Das muss auch ein Supervisor sein, der bereit ist, die Leute zu trainieren. Also das ist halt ganz wichtig. Also der Mentor, der Supervisor muss auch ein Mentor sein wollen. Oder die Mentorin sein wollen. Und was passiert dann danach mit den Trainees? Die kommen dann zur nächsten Produktion. Ob das eine Netflix-Produktion ist oder eine Amazon- oder eine ARD-Produktion, das können wir nicht kontrollieren. Wir hoffen natürlich, dass sie irgendwann wieder zu uns zurückkehren. Also wir machen das natürlich schon, weil wir in gewisser Weise auch eine Verbindung zu den Talenten aufbauen wollen. Als nächster Schritt, wir haben ja sozusagen, das war der erste Schritt, der nächste Schritt wird dann sein, dass wir das auch in gewisser Weise begleiten werden mit einer gewissen Mentoring oder auch die Leute auch nebenbei noch was dazulernen können, also einen gewissen theoretischen Teil dazulernen können. Ja, wir haben ja diese Beispiele in Deutschland, gibt es ja schon kleinere und größere Initiativen, wie zum Beispiel Hessenfilm oder auch Moin Filmförderung, die auch diese Go-on-Set oder Step-on-Set-Programme anbieten, also in den einzelnen Regionen. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt wir sehen natürlich auch den Nachwuchs, die jungen Leute, die sagen, es ist schwierig, wo ist meine längerfristige Perspektive? Gibt es einen Ausbildungsvertrag? Gibt es eine Qualifizierung am Ende? Wie ist mein Arbeitsleben? Wie sieht das aus? Sind es immer noch die 60 oder 70 Stunden, die ich mache? Und was habe ich am Ende für eine Qualifikation? Und das ist natürlich etwas, womit wir uns, glaube ich, in der Branche wirklich beschäftigen müssen. Dass wir eine Perspektive denjenigen bieten, weil das ist, also ich glaube, die Filmbranche ist dann nicht die einzige Branche, die händeringend nach Nachwuchs sucht, sondern wir sehen das ja auch im Handwerk, wir sehen das ja auch in der Industrie. Und von daher ist die Initiative, die wir jetzt gegründet haben, sucht natürlich nach Lösungen zusammen mit den Arbeitgebern, mit den Sendern und mit der Politik zusammen, dass man Systeme schafft, wo im Filmbereich ausgebildet werden kann und weitergebildet werden kann für eine länger, also für eine nachhaltige Situation. Ich fand es gerade sehr spannend. Ich habe das vorherige Panel angehört und es geht um Langfristigkeiten. Also wir haben, wenn wir längerfristig planen, wenn wir den Menschen längerfristige Perspektiven geben, glaube ich, haben wir eine größere Möglichkeit, auch qualifizierten Nachwuchs in die Branche zu holen.
wenn es eine Möglichkeit gibt, zum Beispiel, dass die Hochschulen sich öffnen, auch für andere Berufe. Ich glaube, es ist ein großes Manko, was wir haben, dass selbst in der Filmbranche, dass wir untereinander die Berufe nicht kennen. Weil zum Beispiel in den Filmhochschulen, die Produzenten und dann haben wir vielleicht noch die Autoren. Und dann hört es auf. Und dann haben wir ganz vielleicht noch die Kameraleute. Naja, du darfst nicht ganz unfair sein. Es gibt ja die Filmuniversität Konrad Wolf zum Beispiel, die bringt auch Szenenbildner hervor. Ja, aber das ist aber ein seltener Fall. Also die hat Filmschnitt. Filmschnitt gibt es an mehreren Filmhochschulen. Die hat bildet Kameraleute aus. Ja. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil ich habe vor, das ist jetzt schon, glaube ich, 15 Jahre her, da habe ich ja Sat.1 Talents aufgebaut. Oder ist es 20 Jahre her, glaube ich sogar schon. Und da war das ein großes Thema, weil nach der Wende war das natürlich ein Problem, dass diese, sage ich mal, die Verzahnung ja, von Filmhochschule und Branche jetzt nicht so besonders doll war. Also vor allen Dingen von der Konrad Wolf nicht, damals noch Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf. Und wir haben damals mit so einem Talentprogramm versucht, diese Verzahnung herzustellen. Und das hat insofern so gut funktioniert. Wir haben kleine Filme dann auch drehen lassen, die finanziert wurden. Und da haben dann eben alle Gewerke gearbeitet. Die haben wir dann vor der Branche hinterher vorgeführt, wo dann sozusagen jeder dann diese Kameraleute, Cutter und alle, die daran mitgewirkt haben, eben auch die Szenenbildner dann kennenlernen konnten. Aber kommen wir mal, das ist ja jetzt Vergangenheitsgeplänkel, kommen wir mal wieder jetzt zur Gegenwart. Ich würde jetzt schon für diese größeren Filmhochschulen oder Filmuniversitäten das schon in Anspruch nehmen, dass die natürlich auch Teamarbeit lernen dort. Ja? Aber du hast recht, das ist, klassisch vom Kern her. Also als ich zum Beispiel an der Filmhochschule angefangen habe, da gab es gerade die Regie und die Produktion. Da gab es nicht mal Drehbuch. Halt, ja? Da gab es dann die Drehbuchwerkstatt in München. Dann kam die Produktion dazu und dann hat sich das erst so nach und nach größer aufgefächert. Aber Frau Meitz, ich hatte den Eindruck auch, dass Sie da noch was zu dem Thema, wo wir gerade waren, den Trainees und so weiter, und dem grundständigen, langfristigen, dass wir langfristig denken müssen und langfristige Strukturen schaffen sollten, dass Sie da was sagen wollten. Naja, ich glaube halt, dass wir ziemlich, wir kommen aus Zeiten, wo wir ziemlich arrogant waren, weil wir immer dachten irgendwie, die Filmbranche ist wahnsinnig sexy. Ja? Also alle wollen zum Film, ist super. Es hat sich einfach total geändert. Und ich meine auch, die Filmhochschulen haben ja auch, ich meine, wenn ich mir überlege, dass vor 20 Jahren irgendwie, wie viele Leute sich auf diese wenigen Plätze beworben haben, da waren ja Auswahlverfahren, das hat sich ja vollkommen verändert. Also wenn man sich anguckt, wie viele Leute sich noch auf die Hochschulen auch schon bewerben, ist es ja, es ist ja geradezu, weiß ich nicht, es hat sich ja extrem verringert. Und ich habe manchmal das Gefühl, es kriegt jeder, der sich bewirbt, kriegt einen Platz. So ist es auch nicht, aber es geht eher in die Richtung. Und ich finde einfach, dass wir mal überlegen müssen, warum wir eigentlich so unsexy geworden sind. Und das hat natürlich ganz viel mit der Belastung und mit den Stunden und mit der Selbstverständlichkeit zu tun, mit der wir erwarten, dass sich Leute da irgendwie mit ihrem ganzen Leben irgendwie reinwerfen. Und ich glaube, dass man sich ganz dringend darüber Gedanken, über andere Arbeitsmodelle Gedanken machen muss. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Tochter, sag ich mal, die will nicht so arbeiten, wie wir das alle noch gewohnt waren zu arbeiten. Und ich weiß, dass es zum Beispiel in Holland gibt es Modelle, wo irgendwie nur noch vier Tage die Woche gedreht werden. Also da gibt es Produktionen, die sind so aufgesetzt, dass man 3 Tage frei hat und sich um seine Familie kümmern kann. Und das sind, also ich meine, das ist ja nur eine Idee von vielen. Und dass man natürlich irgendwie Arbeitszeiten verkürzt und dass man das dann auch finanzierbarer macht. Ne? Ich meine, das ist auch eine Frage von Zeit. Also ich denke, ganz viel geht, also was Sie auch gerade gesagt haben, es geht einfach um Langfristigkeit und dass man auch längerfristig planen kann, dass man attraktiver wird. Wir haben eine Produktionsleiterin, die sich bei uns beworben hat, die kam aus dem Theaterbereich, die wollte in den Filmbereich wechseln.
Hatte natürlich, das Film ist natürlich was vollkommen anderes, war uns klar. Wir haben dann irgendwie so ein kleines Ausbildungsprogramm. Also jetzt, ich erzähle nur eine ganz kleine Geschichte. Wir haben dann so ein Ausbildungsprogramm für die gebastelt, also dass die irgendwie bei uns durch die Produktion gehen kann. Dann kann sie da irgendwie, einen Monat macht sie das, einen Monat macht sie das, einen Monat macht sie das. Nach dem zweiten Monat hat die gesagt, und tschüss. Also ich meine, die hätte, wäre bei uns sozusagen, war sozusagen eingetaktet. Also wir hatten Großes mit ihr vor. Die hat nach 2 Monaten gesagt, sag mal, seid ihr vollkommen bescheuert? Also nein, danke, Wiedersehen. Und so, das erlebt man eben. Das ist eigentlich das, was, woran wir arbeiten müssen. Aber wie sieht es denn dann konkret mit Lösungsideen, Vorschlägen aus, die Sie als Produzentin ins Leben rufen können und die aber auch vielleicht die Sender oder die Streamer mittragen würden? Also ich rede jetzt mal über so sagen, über tatsächlich eben einen Job zu teilen. Ne? Also dass man sagt, 2 Kostümbildnerinnen zum Beispiel machen einfach das Kostümbild gemeinsam und teilen sich die Aufgabe halt. Ja. Solche Modelle gibt es ja. Genau. Also wir machen das teilweise, teilweise. Aber es muss ja auch, also ich meine, es muss ja von allen Seiten stimmen. Wir machen es, wir haben jetzt eine Produktion gemacht, einen 6-Teiler für die ARD Mediathek. Da haben wir zum Beispiel die Maskenzeiten geteilt. Also das war ganz klar irgendwie, das sind natürlich Sachen, die lassen sich machen. Die Frage ist halt immer, welches Feld bietet sich dafür an? Es ist auch nicht bei jedem Feld wirklich so leicht machbar. Aber natürlich gibt es Sachen, auch bei den Editoren haben wir das jetzt auch gemacht. Wir haben sozusagen ganz viel, da teilen wir sehr viel die Aufwände auch, weil natürlich die Mütter wollen natürlich auch ihren Beruf weiterführen und natürlich die Väter auch, aber letzten Endes ist es ja nach wie vor immer noch ganz leider ganz oft so, dass es um die Mütter geht. Aber wir versuchen es, soweit wir können. Aber das Problem ist natürlich auch, dass man trotzdem Vorbereitungszeiten braucht und ich weiß nicht was. Also es wird auch teurer dadurch, ist ja klar. Und das ist eine Sache, da müssen die Sender natürlich auch mitziehen und müssen sich müssen das kalkulierbar halten, also oder in den Kalkulationen zulassen. Nee, schon klar, aber deswegen habe ich Sie als Produzentin ja angesprochen. Wir haben jetzt nicht so viele Sendervertreter hier auf dem Panel, aber Daniel, mich würde mal interessieren, wie ist das denn, wie war es zum Beispiel jetzt bei eurem Kinofilm? Also da ist es ja eine Sache auch des Produzenten, der Förderung, der weiteren Geldgeber, Verleih. Naja, also man muss immer einen Unterschied machen, natürlich zwischen einer Kinoproduktion und einer Fernsehauftragsproduktion. Wenn man das jetzt mal auf eine Fernsehauftragsproduktion sieht, ich will jetzt nicht sagen, der Fisch stinkt vom Kopf zuerst, aber es geht natürlich von oben nach unten in dem Sinne von, sofern man nicht die Kostenstruktur überhaupt weitergeben kann, wird es für den Produzenten schon schwierig. Es kann nicht nur auf dem Rücken des Produzenten ausgetragen werden. Insofern ist ja ein tolles Programm, wenn ein Streamer wie Netflix da eine Kooperation eingeht mit der ausführenden Produktion, dass man das durchführt. Aber das ist ja nicht die Regel. Wenn man bei Senderkalkulationen, ich meine, noch vor gar nicht allzu langer Zeit hieß es, was, ein zweiter Kameraassistent, ein Materialassistent, ist nicht drin bei uns. Ja? Und generell werden dort ja auch nur Tarifgagen, also Mindesttarifgagen anerkannt etc. Und dann beginnt schon das Problem, wenn man dann ankommt und sagt, man möchte aber in jeder Abteilung auch einen Praktikanten mitlaufen lassen, dann gucken die einen wahrscheinlich dann doch an, wie als ob man nicht ganz richtig im Kopf ist. Aber ich würde da tatsächlich gerne den Ball sofort zu Herrn Harris rüber spielen, ja, weil was man so hört aus der Branche, ich habe jetzt noch selber auch keine Netflix-Produktion gemacht, aber da ist ja alles ganz toll, oder? Also ich meine, das heißt, da ist ja auch nicht so Geld im Überfluss vorhanden, oder? Also ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, dass ihr da sagt, nur weil wir jetzt dieser große, tolle amerikanische Streamer sind, haben wir jetzt hier mehr Geld zu verteilen als andere Marktteilnehmer, oder? Na,
Schwierige Frage. Ich weiß nicht genau, wie ich darauf antworten soll. Aber ich bin jetzt, was die Budgets angeht, muss ich da, kann ich nicht viel dazu sagen. Was ich sagen kann, ist, dass wir haben ja in dem Sinne keine Regeltarife wie die Öffentlich-Rechtlichen. Wir sagen, wir haben ein Budget und wir arbeiten eng mit dem mit der Produktion zusammen, die dann entscheidet, wofür sie das Geld ausgeben wollen. Also das ist dann schon bei uns die Produktion, die entscheidet, ob sie jetzt, sage ich nochmal, einen zweiten Assistenten mit reinholen will oder nicht. Was wir machen mit Grow Creative ist, dass wir im Grunde ermutigen oder die Entscheidung leichter fallen lassen. Dass wir geben sozusagen noch ein extra Argument dazu, warum es jetzt sinnvoll ist, noch jemanden reinzuholen. Aber letztendlich ist es auch bei uns die Entscheidung der Produktion, wofür, für welche Positionen sie das Geld ausgeben wollen. Und wenn sie jetzt sagen, wir wollen dann lieber dann nochmal einen Assistenten reinholen, weil wir denken, ne, der kann noch was lernen und der kann in 2 Jahren dann das weitermachen, sind wir durchaus damit einverstanden. Also da, dem stehen wir nicht im Wege. Also das heißt, Sie schauen es eher von der professionellen Talententwicklungsbrille oder Perspektive an. Es ist jetzt nicht so, dass Sie in Ihrer Abteilung jetzt Geld haben und sagen, das verteile ich jetzt mal auf die ganzen Netflix-Produktionen, die hier im deutschsprachigen Raum entstehen. Und da gibt es dann das Budget von Ihnen dann extra dazu. Also das, so ist es nicht, oder? Doch schon, in gewisser Weise schon. Es gibt es on top der Produktionsbudgets. Darüber hinaus wollen wir halt auch die Herstellungsleiter und die Produzenten ermutigen, auch weiter eigenständig das mit einzukalkulieren. Also ich denke, wenn ich jetzt mal so das 2, 3, 4 Jahre im Voraus blicken werde, würde ich sagen, dass wahrscheinlich irgendwann diese Grow Creative Finanzierung mit in das Budget einkalkuliert wird oder mit eingebaut wird. Und was wir jetzt machen, ist im Grunde sozusagen, das noch on top dazu zu geben. Aber der Gedanke ist eigentlich mittelfristig, dass das selbstverständlich wird, dass das mit ins Produktionsbudget eingebaut wird. Ja, aber die Herangehensweise ist doch eigentlich toll, weil ich wollte das jetzt gerade mal wieder zurückspielen. Ihr habt ja bei Studio TV eine ZDF-Beteiligung drin. Vielleicht müsst ihr mal mit eurem Gesellschafter reden. Daniel, du hast ja auch viel mit, denke ich auch vor allen Dingen, wenn du Fernsehauftragsproduktionen machst, mit Öffentlich-Rechtlichen zu tun. Ist doch eigentlich ein tolles Modell, oder? Zu sagen, wir haben so eine Initiative und da gibt es ein Budget, ja, das nehmen wir vom Gebührentopf. Und da regnet es dann Praktika oder so. Stefanie. Also ich glaube, dass was ideal ist oder wäre, das sehen wir ja bei den Green Consultants. Das hat, finde ich, unglaublich schnell ist das in die Branche hat sich manifestiert. Und wenn wir zum Beispiel ein Credit-System hätten, also das heißt, jeder Auszubildende, Weiterzubildende, jede Position, die sowohl von den Sendern als auch von den Filmförderungen, die man in Aus- und Weiterbildung steckt, die wird mit einem besonderen Credit sozusagen honoriert. Und man schafft so Anreize für die Filmproduktion, dass es nicht zu Lasten der Produzenten, nicht nur zu Lasten der Produzenten geht. Also ich glaube, dass man sich über verschiedene Systeme Gedanken machen muss. Und das, was wir im Moment aktuell auf der anderen Seite sehen, also gerade von im Seiten Kostümbild, Szenenbild, dass unsere Budgets gekürzt werden. Und um Mehraufwände von steigenden Kosten diesen zusätzlichen Positionen von Green Consultants und so weiter aufzufangen. Und wir fragen uns natürlich, wo soll das hingehen, wenn gleichzeitig sehen wir, dass die Branche natürlich einen hohen Qualitätsanspruch hat. Also gerade durch die Streamer werden die Ansprüche für ausstattungsreiche Produktionen eigentlich größer und die Maßstäbe werden höher gesetzt. Und ich glaube, man muss da wirklich gemeinsam herangehen und überlegen. Also die Sender haben ja früher auch selber ausgebildet. Das ist ja mittlerweile eben nur in ganz, ganz kleinen Teilbereichen noch so. Wir sehen jetzt Südwestfunk, wo früher auch große Werkstätten waren und wo möglicherweise auch Werkstätten oder beim BR auch, wo Werkstätten ja auch runter oder kleiner gefahren werden. Und das sind genau die Bereiche, die uns eigentlich für die Ausbildung fehlen würden. Und also ich glaube, man muss einfach anfangen, zusammen zu sprechen und gerade über diese Bereiche Lösungen zu suchen. Das hängt
meiner Meinung nach nicht damit zusammen, dass man unglaublich viel mehr Geld bräuchte. Man müsste das nur, glaube ich, sinnvoll. Aber das wäre doch ganz schön. Da haben wir doch schon mal ein, zwei Thesen, die wir jetzt in die Welt bringen. Aber Frau Meitz hat dann noch einen Widerspruch. Oder Daniel, du? Nee, gar keinen Widerspruch. Ich will nur sagen, grundsätzlich kennen wir ja alle die Probleme, oder man soll ja nicht Probleme sagen, die Aufgabenstellung. Um Lösungen zu erarbeiten, muss man die natürlich genau benennen. Und unsere Branche ist eine ganz spezielle Branche, weil wir ja in einer Produktion so viele unterschiedliche Gewerke, so viele unterschiedliche Berufszweige vereinen, wie, glaube ich, in keinem anderen Berufszweig sonst. Und es ist ja schon mehrfach gefallen, es gibt eine Ausbildungsstruktur für manche Berufe, also gerade auch über die Filmhochschulen. In manchen Bereichen gibt es das aber gar nicht. Im Gegenteil, wenn jetzt jemand, sage ich mal, Produktionsleiter werden will, dann gibt es Kurse vom Erich-Pommer-Institut, was mehrere tausend Euro kosten soll, dass man dann eben dort zertifiziert wird oder eine Ausbildung erhält. Und ich glaube, da beginnt das Problem, dass wir diese unterschiedlichen Gewerke und Berufszweige bei uns auch unterschiedlich ausbilden und auch Leute unterschiedlich rankommen können. Und wir haben ja jetzt hier über die Deutsche Akademie für Fernsehen, bist du ja mit Initiator gewesen, das über das Institut für Schauspiel, Film und Fernsehberufe. Ja, ganz schwierig. ISFF wäre besser gewesen. Dort ein Aufnahmeleiterkurs wieder ins Leben gerufen wird, was aber kurioserweise auch bezahlt werden muss. Es sei denn, es ist Arbeitsagentur gefördert. Und ich finde es natürlich schwierig, eine Ausbildung zu machen, wo Leute erstmal etwas selbst investieren müssen, ohne zu wissen, wo landen sie denn da? Weil wir sind ja danach keine Festangestellten. Das ist auch das Problem in der Ausbildung. Man investiert Geld in jemanden und dann danach ist er auf dem freien Markt. Man weiß also nicht, kriegt man diese Investition irgendwie wieder zurück? Das ist ja anders als in der Ausbildung, wo man erstmal sagt, man hat jemanden lange an sich gebunden. Und wenn der dann gut ist, dann kann man den übernehmen in die Firma und dann gibt es eine Zukunftsperspektive. Bei uns ist immer alles in einem kurzen Zeitraum und deswegen sind Investitionen und Kosten, die dort getätigt werden, sind natürlich immer so ein bisschen unsicher. Naja, ich kann ja ganz kurz aus der Praxis berichten. Also in unserem Kurs, den wir mit dem ISFF machen, haben wir 12 Weiterzubildende, ja, die meistens, also von denen hat ungefähr die Hälfte auch ein bisschen Set-Erfahrung, die anderen kommen aus anderen Branchen, wie zum Beispiel Veranstaltungsbranche, Eventbranche oder aus dem Theater, ja. Und wie sich mir das jetzt darstellt, wir sind ja fast fertig, am 16. Dezember werden die alle dann ihren Abschluss da gemacht haben. Und wenn ich da richtig informiert bin, gibt es nur eine von den 12, die tatsächlich den Kurs selber bezahlt hat. Ja, weil die anderen, weil der ist AZAV akkreditiert, der Kurs, das ISFF sowieso als Institut. Das ist übrigens auch beim EPI, also insofern muss ich da auch vielleicht mal eine Lanze mit fürs EPI brechen in dem Punkt, die Weiterbildung zum Produktionsleiter anbetrifft, oder die machen ja auch Weiterbildung zur Filmgeschäftsführung. Ja. Also sofern das diese AZAV-Akkreditierung hat, kann man, das ist dann wieder der Vorteil, wenn man nicht irgendwo nur immer festangestellt ist, wenn man also sozusagen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht, aber gerade keinen Job hat, weil die Produktion vorbei ist, was ja für viele Produktionsberufe oder für viele, gilt ja für im Prinzip fast alle Bereiche im Film, wenn man nur immer für eine Produktion angestellt ist, dann meldet man sich dann arbeitslos, wenn man auf Lohnsteuerkarte arbeitet und kann dann eben in Genuss so eines Bildungsgutscheins kommen. Das ist zwar tatsächlich, wenn man das jetzt von der Seite betrachtet, muss man sich fragen, ob das jetzt so sinnvoll ist, dass man jetzt dafür, sage ich mal, dieses Arbeits-, in Arbeit zu bringende System und diese Gelder dafür verwendet. Andererseits ist es aber ein legitimes Instrument,
um einerseits Weiterbildung zu betreiben und andererseits die Leute tatsächlich denen auch eine Aufstiegschance zu geben. Was ich jetzt wahrnehme an unseren 12 Probanden, die übrigens auch hier teilweise im Publikum sitzen, hallo, also auch für Sie, Herr Harris, wenn Sie jetzt für Ihren Aufnahmeleiter da jetzt welche suchen, also kann ich gleich ein paar Kontakte machen nach dem Panel. ich will aber noch auf was anderes heraus. Wenn die Nachfrage so groß ist, wie es alle Studien sagen und wie es ja auch Ihre persönliche Wahrnehmung ist, dann glaube ich, müssen sich jetzt die ersten Aufnahmeleiter, die wir jetzt in dieser Weiterbildungsinitiative da hervorbringen, glaube ich, keine Sorgen machen. Ich glaube, die werden alle mit Kusshand genommen und die Vernetzung, da helfen wir ja auch von der Akademie ein bisschen mit. Also, dass wir nochmal alle Produzenten, die Akademiemitglieder sind, anschreiben und sagen, habt ihr da vielleicht eine Möglichkeit? Auch da gibt es nochmal die Möglichkeit, sich das vom Arbeitsamt gegebenenfalls fördern zu lassen. Das ist aber eine Frage dann des Fallberaters. Wie dem auch sei, Fakt ist halt, dass wir das ja getan haben, auch als Akademie uns da zu engagieren, weil wir gesagt haben, naja, wir können jetzt hier so eine Panels machen, wie wir es ja vor einem Jahr schon gemacht haben und natürlich dann uns nach einem Jahr wieder treffen und immer reden. Aber vielleicht ist es ja auch mal ganz gut, um mit Goethes Faust zu sprechen, nee, oder wer war das noch? Also auf jeden Fall einfach nicht nur zu reden, sondern auch zu tun, was wir sozusagen hiermit versuchen. Ich würde aber da mal gerne überleiten zu Stefanie, denn was die Langfristigkeit anbetrifft, bei dem Thema sind wir jetzt ja gerade, habt ihr doch Pläne, vielleicht magst du da ein bisschen was zu erzählen, also was habt ihr vor in Sachen grundständigen Ausbildung und für welche Berufe ist das vor allen Dingen angedacht halt? Also ich kann da jetzt nicht alles vorwegnehmen, die Initiative, wir haben sozusagen die... Nein, aber guck mal, versteh es mal so, das ist jetzt die Plattform, hier zu sagen, unbedingt. Politiker aller Parteien kommt jetzt zu uns und schüttet das Füllhorn aus. Genau. Das ist ja die große Schwierigkeit, die wir natürlich in diesem Bereich haben. Bildung ist Ländersache. Ja? Ja, genau. Das heißt, wir können nicht zu einem Bundesministerium gehen, sondern es muss mit den Ländern da unter. Das macht es natürlich nicht einfacher unbedingt. Obwohl, wir können ja dann gleich mal zu Bayern noch im Anschluss kommen. Aber jetzt sind wir erst mal bei dir, Stefanie. Also was das in ferner Vision ist, ist das Bild einer übergeordneten oder überregionalen Akademie oder sagen wir mal Fachschule für Filmberufe, die aufzustellen, die diese Möglichkeiten nutzt, die Infrastrukturen, die es bisher gibt. Da gibt es ja Unterschied an jeden, also an den Standorten Köln oder Hamburg oder Berlin, gibt es ja Infrastrukturen, die man durchaus nutzen könnte und wo man tatsächlich Aus- und Weiterbildungen ansiedeln kann. Also ich gehe jetzt nochmal zurück zu deiner These, dass man oder die IFFS, da hatten wir einfach das Problem, dass in unserem Bereich Kostümbild oder Kostümassistenz, die dort ausgebildet oder angeboten wurde, dass wir keine Anwärter mehr hatten. Also es war eigentlich für die jungen Menschen nicht interessant, in dieser kurzen Zeit, also in diesen 3 Monaten mit einer Qualifizierung am Ende dann aufzuhören, ohne dass man am Ende einen richtigen Abschluss hat. Also das wurde eigentlich oft bemängelt. Und wir haben das unter anderem auch in der IFS in Köln das gleiche System oder das gleiche Problem gehabt. Diese Kurzfristigkeit der angebotenen Workshops oder also sie auch sehr, sehr interessanten Workshops. Man hat keine jungen Menschen gefunden, die diese Programme nutzen wollen. Aber denkst du, es liegt nur an dem nicht vorhandenen Abschluss? Weil da würde ich dann die Überleitung mal nehmen. Wir hatten ja diese Infilm-Tagung und da war die Interessengemeinschaft der Veranstaltungswirtschaft da. Und die haben ja dann selber sozusagen einfach angefangen, mal natürlich auch den Blick über den Tellerrand. Da würde ich über den Tellerrand würde ich auch gleich noch mal ein bisschen gucken wollen, wie machen es andere Länder. Da dann gesagt, naja, wir als Branche machen jetzt einfach das Zertifikat. Ja, wir können doch jetzt einfach sagen, als Akademie, da setzen wir jetzt unseren Stempel drauf, wenn wir eine gewisse Qualität der Ausbildung oder der Weiterbildung garantieren können.
gibt es dieses von mir aus Branchenzertifikat, weil jetzt mal ehrlich, in der Produktion kräht da doch sowieso kein Hahn nach, dass es vielleicht für die jungen Leute wichtig ist. Ja, das ist was anderes. Aber die andere Frage wäre speziell in deinem Gewerk, ist da nicht das vielleicht auch wegen der Konkurrenz derer, die dann sagen, nee, ich werde jetzt lieber Modedesigner oder ich entwerfe jetzt die nächste Kollektion von Gucci, weil er da vielleicht auch mehr Geld verdient oder keine Ahnung. Also ist das nicht dann, wir befinden uns ja im Wettbewerb. Ja? Ich muss sagen, was den Aufnahmeleiter anbetrifft, wir hatten lange Bammel, dass das auch voll wird und dann kam zum Schluss so eine Welle und plötzlich hatten wir nicht zu viel, aber wir hatten tatsächlich das Problem dann interessanterweise nicht. Ich hatte da auch Angst vor, ja. Aber ich meine, wenn man nur mit Ängsten, muss ja auch mal dann, kommt man ja auch nicht weiter. Also ich glaube, interessant ist für die Initiative Nachwuchsförderung, dass man also drei Wege beschreitet. Dass man einmal sagt, man geht einen Weg, der man sucht tatsächlich eine grundständige Ausbildung aufzubauen im dualen System. Und dann gibt es aber auch natürlich die Möglichkeit, wie die Veranstaltungswirtschaft uns ja wirklich interessant dargestellt hat. Also wir hatten jetzt eine Tagung, wir hatten dort einen Sprecher eingeladen, eigene Zertifikate zu vergeben, sich für einen Kodex, Verhaltenskodex und auch einen Ausbildungs- und Qualitätskodex zu verabreden, finde ich auch einen sehr interessanten Aspekt. Und zu sagen, also wie zum Beispiel die Verband der Bühne Beleuchtung, wo es ja auch auf Sicherheitsstandards ankommt, Zertifikate zu haben, einfach um Gefährdung zu vermeiden. Also da gibt es in den einzelnen Verbänden gibt es ja ganz unterschiedliche Ansprüche. Also nochmal zurück, es gibt halt die Möglichkeit, eigene Zertifikate zu vergeben. Das sehen wir zum Beispiel ja auch bei den Kameraassistenten in England. Ganz interessantes System, dass man sagt, bei 200 Tagen, die man am Set ist, bekommt man sozusagen das Zertifikat von der Union, dass man dann die Möglichkeit hat, als Kameraassistent zu arbeiten. Genauso könnte man sich das vorstellen, dass wir eine eigene Zertifizierung innerhalb der Berufsverbände oder innerhalb der Branche aussprechen. Aber ich glaube dennoch, es wird so sein, wir haben die jungen Menschen, die wissen zum Beispiel im Kontakt mit der ZAV, was ist mit den Menschen, die später vielleicht nicht mehr in der Branche arbeiten wollen? Die gelten als ungelernt. Wir wissen von also sozusagen Ausscheidenden aus der Branche oder die vielleicht in Dozententätigkeiten, die an die Hochschulen gehen wollen, auch da braucht man bestimmte Abschlüsse. Also es ist schon, ich glaube, wir müssen in mehreren Bereichen eigene Module schaffen. Wir müssen aber auch Strukturen, langfristige Strukturen suchen. Mhm. Und ich möchte noch einmal etwas sagen zu dem, was interessant ist. Wir müssen vor allen Dingen respektvoll mit jeder Position in unseren Departments umgehen. Und ich glaube, da ist ein ganz großer, also ich glaube, es geht nicht nur um die Frage von Work-Life-Balance bei den jungen Menschen, sondern es geht darum, Respekt für die Arbeit, egal ob man jetzt Setrunner ist, ob man Fahrer ist, ob man Setkostüm ist, ob man in welchem Bereich man arbeitet. Also ich glaube, dass wenn wir interessanterweise mit den Menschen sprechen, die an den Hochschulen sind, dann geht es doch um die Frage, wie möchte man eigentlich lernen und wie möchte man einen Film zusammen machen. Und ich glaube, das ist eine ganz grundsätzliche systemische Frage. Und sehr politisch. Also wenn ich jetzt mal so fast eine flammende Rede auf unsere Branche halten soll, dann also kann ich erstens sagen, ich glaube, es gibt gar keinen respektlosen Umgang untereinander in den Abteilungen. Also erlebe ich zumindest nicht. Alle Gewerke sind wichtig. Vom Fahrer, wie gesagt, wenn der morgens den Schauspieler nicht rechtzeitig abholt, weiß man, wie wichtig ein Fahrer ist. Bis hin in jede Position. Ich glaube auch nicht, dass wir ein Problem haben, weil das aufkam, dass vielleicht ist es in anderen Medienberufen auch anders, dass eine schlecht zahlende Branche ist. Also es ist ja gerade im Film- und Fernsehbereich, in der Produktion, passiert es ja auch häufiger, dass Quereinsteiger kommen, die in der Theorie und wenn sie gut sind, auch relativ schnell gutes Geld verdienen können.
Ich glaube auch nicht, dass wir uns da verstecken müssen. Ich glaube auch, dass es eine wahnsinnig interessante und abwechslungsreiche Arbeit ist. Langweilig wird es da nicht. Und es hat eben auch in gewisser Weise einen Vorteil, mag ein Nachteil sein, dass man nicht fest angestellt ist. Auf der anderen Seite arbeitet man mit Leuten zusammen, mit denen man nicht so gut zusammenarbeitet, weiß man, das ist eine endliche Zeit, anders als in einer Festanstellung. Ich glaube, dass wir einfach wirklich uns darüber Gedanken machen müssen, was macht uns attraktiv. Also früher ist man in einen Beruf gegangen und war da sein Leben lang. Das gibt es heute nicht mehr, unabhängig von unserem Filmbereich. Niemand arbeitet mehr 40 Jahre in dem gleichen Beruf. Es wird sehr viel gewechselt. Ich glaube, das ist auch in unserem Bereich nicht schlimm, dass es eine Fluktuation gibt, solange wir den Nachwuchs eben dann dazu holen können und uns da attraktiv präsentieren können. Und da sind wir wieder bei dem Thema Work-Life-Balance, was vielen Leuten in der Zwischenzeit sehr wichtig ist. Was wir auch im Prinzip bieten können, wenn man es vernünftig aufbereitet, wo aber auch klar sein muss, viele hören von attraktiven Gagen, die es gibt, und stellen sich dann vor, dass sie in kürzerer Zeit die gleiche Gage bekommen. Also wir können ja nicht eine Position an einem Tag aufteilen auf zwei Personen und beiden das gleiche Geld zahlen. Es wird auch da eine Mindestzeit ja von 8 Stunden geben müssen. Und 2 mal 8 ist bei mir 16 und wir haben ja nur eine Höchstarbeitszeit von 12. Heißt, wer zahlt die weiteren 4 Stunden? Und das ist eben das Problem oder eine Aufgabenstellung, die wir halt auch dabei lösen müssen. Ja, also wie man das dann in der Praxis umsetzt. Auch die 4-Tage-Woche ist, es gab an anderer Stelle, ich bin ja auch Mitglied im Bundesverband Herstellungs- und Produktionsleiter, da kam dieses Thema auch auf mit der 4-Tage-Woche. Ich sag mal, ich bin da skeptisch, aber offen. Ich würde gerne eigentlich mal wissen, ob das für alle tatsächlich so attraktiv ist, nur 4 Tage zu arbeiten, weil es heißt, unabhängig davon, dass man, dass die Kosten natürlich um 1/5 steigen, weil man alles dann, was man sonst in 5 Tagen, in 4 Tage und dann bleibt ja mal 1 Tag hängen. Wir aber dann eben auch gucken müssen für die Leute, sie sind länger beschäftigt, also länger vom Markt in einem Projekt und verdienen aber das Gleiche. Das heißt, sie verdienen in der längeren Zeit das gleiche Geld. Insgesamt dann 1/5 weniger. Und ich weiß nicht, ob das für jeden so attraktiv ist. Und wenn man das dann auch wieder runterbricht auf diese Arbeitsteilung, klar ist das interessant und auch gerade vielleicht für Erziehende, ob das jetzt Männer oder Frauen sind. Problem ist nur, wahrscheinlich wollen dann alle die Vormittagsschicht machen und niemand die Nachmittagsschicht. Also es gibt in der Praxis natürlich immer diese Aufgabenstellung und das muss man halt mal auch da vielleicht ein bisschen langfristiger überlegen, bevor man da jetzt losrennt und sagt, das machen wir jetzt einfach so. Also ich glaube, dass wir haben zum Beispiel eine Jobsharing-Arbeitsgruppe im Verband der Szenenbild, Kostümbild, also VSK-Verband, angeregt mit dem VDSD zusammen. Und da ist es ganz interessant, dass es zeigen sich ganz unterschiedliche Modelle. Also es gibt einige tatsächlich, die, also es sind sehr, sehr viele Mitglieder mittlerweile in dieser Gruppe. Und es gibt einige, die teilen sich die Woche mit 2-3 Tagen. Und es gibt natürlich auch andere Kolleginnen, die also nicht nur für, weil sie Kinder haben, das anstreben, sondern es gibt auch die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Es gibt zum Beispiel jemand, der macht immer an einem Tag in der Woche dann eine Fortbildung. Also es gibt schon großes Interesse. Wir sehen aber auch natürlich unterschiedlich, weil in den, also was Sie auch ansprechen, in den Zeiten, die auf die wir pro Produktion kommen, gibt es Bereiche, da haben wir lange Vorbereitungszeiten, da ist es nicht so wesentlich schlimm,
jetzt eine längere Produktionsphase zu haben. Wenn ich natürlich vielleicht aus dem Tondepartment komme und sehr, sehr kurze Produktionszeiten habe, dann ist dieses Vier-Tage-Modell natürlich schwierig. Ganz klar. Ja, aber nehmen wir auch da wieder die Familiensituation. Es gibt eine Reiseproduktion. Dann bin ich in einer Vier-Tage-Woche einfach mal ein Fünftel länger weg von zu Hause. Und das mag dann auch wieder ein Problem generieren. Aber ja, dann, würde sich ja auch lohnen, nach Hause zu fahren. Also wenn ich drei Tage frei habe, fahre ich natürlich. Ja, da sind wir dann wieder beim Klimathema. Ja, nein, mit der Bahn natürlich, also entschuldigt. Das geht von Kapstadt nicht, aber egal. Insa, Generation Z, ist das denn wirklich so ein großes Thema, dann vielleicht dieses Jobsharing? Oder wie würdest du das sehen mit euren Erfahrungen von den jungen Menschen, die da kommen und sagen, ich will zum Film und Fernsehen? Gibt es die eigentlich überhaupt noch? Ja, da fängst du mich schon mal an. Ich will zum Film ist ein gutes Stichwort. Da gibt es auch bald eine Webseite von Crew United. Ich will zum Film, und dann kann man sich da melden und sagen, woran man dann Interesse hat und so. Also das Problem ist Sichtbarkeit der Filmberufe, weil die jungen Leute, wenn wir wirklich von jungen Leuten sprechen, Generation Z, also jetzt die noch in der Schule sind oder die jetzt quasi gerade fertig werden, das kriegen wir auch raus, wenn wir uns mit Lehrern unterhalten, die wissen ja gar nicht wirklich, was sie machen wollen, weil erstens sind sie noch sehr, sehr, sehr jung, weil wir haben nicht mehr, G9 wird jetzt wieder eingeführt, auch zu Recht würde ich sagen, weil es einfach zur Berufsfindung und auch zur Persönlichkeitsentwicklung dazugehört. Man braucht diese Zeit, um zu wissen, wer bin ich eigentlich und wo will ich eigentlich hin. So, und es ist ja schön, wenn ich irgendwo hin will, aber das Problem ist beim Film, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich da hin will, weil ich weiß nicht, dass beim Film Fahrer gebraucht werden. Ich weiß nicht, dass beim Film Schreiner gebraucht werden. Ich weiß nicht, dass beim Film Maskenbildnerinnen gebraucht werden und so weiter und so fort. Und da ist eigentlich schon mal ein Grundproblem. Also wenn ich nicht weiß, welche Berufe es bei Filmen gibt, dann ist dieses Bedürfnis auch nicht da bei mir, beim Film zu landen. Und dann finde ich es ja schön, über Weiterbildungsmodelle nachzudenken und so. Aber genau diese Weiterbildungsmodelle, das erreicht diese jungen Leute gar nicht. Also die jungen Leute, die machen nicht unbedingt so sehr die Gedanken, jetzt 4-Tage-Woche oder 5-Tage-Woche, sondern überhaupt erstmal, was gibt es denn für Berufe? Und das machen wir jetzt ja auch von Start into Media zum Beispiel. Wir versuchen, Inspiration und Orientierung für die jungen Leute zu geben, indem wir eben eine Infoplattform haben, wo wir dann sagen, diese Berufe gibt es und die ist ständig im Aufbau. Das heißt, wenn ihr also spezielle Berufe habt, schickt uns gerne alles, wir sammeln das alles und dann können die jungen Leute auf unsere Seite gehen und können einfach gucken, was gibt es denn da eigentlich und wie komme ich denn dahin? Weil das ist einfach beim Film nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie ich dahin komme. Das wollte ich gerade sagen, da sollten wir tatsächlich uns mal quer vernetzen, weil in der Infilm gibt es doch da die ein oder andere Initiative. Vielleicht magst du kurz berichten, Stefanie. Ja, also wir haben auf jeden Fall jetzt zum Beispiel, was wir auch gemeinsam machen mit Insa, wir sind auf der Berufsbildungsmesse in Nürnberg eingeladen, was interessant ist. Da gibt es ein Panel es sind insgesamt 5 Tage, jeweils eineinhalb Stunde, glaube ich, stellen sich Berufe vor, und zwar in der Art, dass Head of Department mit den Department-Mitgliedern sprechen über einen aktuellen Film oder über eine Zusammenarbeit. Und die Schulklassen konnten sich anmelden. Das ist im kleineren Kreis, also ungefähr 30 Schüler, Schülerinnen. Man kann dann direkt Fragen stellen. Wir werden Filmausschnitte zeigen. Also ich glaube, so könnte man filmen. Es gibt ja auch zum Beispiel die Initiative Filmkultur, die Frau Guggemoss, die mit den Filmen an die Schulklassen in die Klassen geht und über Filme berichtet. Und ich glaube, wir müssen wirklich auch eine Art Filmerziehung natürlich auch mit bedenken. Also es ist sehr, sehr vielschichtig und es ist interessant, also wir haben uns tatsächlich sehr gut vernetzt. Ich glaube, man muss in den verschiedenen Bereichen sich sozusagen vernetzen und auch unterstützen, dass es überhaupt machbar ist, weil zum Beispiel die Initiative, wir sind ja hauptsächlich ehrenamtlich, wir haben eine Förderung bekommen von der Verwertungsgesellschaft Bild und Bildkunst für das erste Geschäftsjahr, und ich hoffe, dass es weitergeht. Ich wollte ja noch auf etwas anderes hinaus, und zwar die kurzen Filme, die zu den Berufsbildern gedreht werden sollen oder die teilweise ja schon entstanden sind, beziehungsweise auch diese Kooperation mit Z-Geflüster. Ja.
Ich weiß nicht, ob da noch ein oder zwei Worte zu sagen magst, weil das ist ja etwas, das können wir ja auch als Branche, kleine Filme machen. Das haben wir vor 2 Jahren noch mal fürs Greenshooting gemacht. Die wurden ja auch jetzt hier vorhin gezeigt. Und das ist, glaube ich, auch wichtig halt. Also, dass wir das dann auf YouTube stellen und was weiß ich, sodass junge Menschen schauen können, ja, was macht denn eigentlich ein Maskenbildner? Was macht denn eigentlich ein Kostümbildner? Etc. pp. Was ist eigentlich ein erster Aufnahmeleiter, ein Set-Aufnahmeleiter, Motiv oder was auch immer? Also, ich meine, es muss ja auch nicht unbedingt in alle, man kann es ja auch manchmal, also sagen wir vielleicht Produktionsberuf, kann man ja auch ein bisschen sammeln eventuell. Ja. Aber ich denke, das herzustellen ist ja machbar halt. Ne. Und das ist ja eine Sache, was die Innenfilm auch anstoßen will. Also was wir auf jeden Fall anstreben und ich glaube, es fängt bei den genauen Berufsbildern an und es geht dann natürlich auch, also Setgeflüster, das ist ja schon ein sehr interessantes Beispiel von Benjamin, einem Tonmeister aus Hamburg, der Mitarbeiter aus den Filmsets sprechen lässt von ihrer Arbeit. Und genauso ist es interessant, Podcasts aufzunehmen über die einzelnen Berufe und kleine Filme. Das ist eine Idee. Ihr seid da ja auch in der Idee, dass man tatsächlich über die Gewerke berichtet, in kurzen quasi Making-ofs. Gleichzeitig, glaube ich, ist es aber auch wichtig, dass man mit den jungen Leuten ins Gespräch kommt. Gerade mit den Lehrern ist es interessant, mit den Schulen, dass man sehr, sehr früh anfängt. Darf ich da noch mal kurz eingerätschen? Vielleicht, weil Schulen ist ein wichtiges Thema auch bei uns. Wir hatten jetzt bei den Medientagen die Media for You und das war ein ganz großes Ausbildungsareal. Und wir hatten auch, Benjamin, da habe ich dich ja zum Beispiel auch gefragt, also wir haben Partnerinnen aus Bayern und oder eben auch aus der Medienbranche eingeladen, dass die bei uns Workshops halten. Und zwar deshalb, weil wir wollen, dass die jungen Leute Lust auf die Berufe bekommen. Wie bekommen sie Lust? Nicht, indem ich da mir was anschaue und da sagt jemand, oh, meine Branche ist so toll. Das, ja, sage ich auch. Also ich liebe Kuchen, also ist die Bäckerbranche auch ganz toll für mich. Nein, die jungen Leute müssen es selber ausprobieren und deswegen haben wir Hands-on-Workshops angeboten und wir hatten wirklich über 1200 junge Menschen in dem Areal. Das hat geboomt und die hatten wirklich Lust und das ist es halt. Also man muss den Leuten auch die Möglichkeit geben, einfach mal auszuprobieren. Genau, es gibt auch hier in Berlin diese U-Messe, ne, oder so. Vielleicht sollte man das da dann auch mal machen. Also ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber vor 2 Jahren, also vor Corona gab es die auf jeden Fall noch. Harris, ja klar. Genau. Man kann auch ganz spannende Sachen jetzt mit neuen Technologien machen. Wir haben da dieses Jahr haben wir die Innovation, jetzt muss ich erst mal überlegen, wie es hieß, aber es gibt eine Plattform, die heißt Teach, die ist jetzt in vielen Schulen zugänglich. Das ist im Grunde diese Art von, die da während der Corona-Zeit entstanden sind, die Remote Learning Plattform, die jetzt natürlich viele Studenten und Schüler und Schulen eingebaut haben. Und diese Plattform hatte jetzt im September zum zweiten Mal die Innovation Days gemacht. Und das war so eine Art Virtual Berufsinformationsmesse. Und die haben wir unterstützt, weil ich das ganz spannend fand, das System. Und da haben wir im Grunde, es gab Interviews mit verschiedenen Praktikern aus verschiedenen Berufswelten. Und wir haben dann unter anderem dann Filmgeschäftsführer und VFX-Supervisor vorgestellt. Da hatten wir mit einem Schlag bei Filmgeschäftsführung hatten wir 800 Zuschauer. Und bei VFX-Supervisor hatten wir 2200 Zuschauer. Und das waren natürlich alles Leute, das waren alles junge Leute, die jetzt genau in der Zeit der Berufswahl sind. Und ich finde, solche Sachen kann man auch noch weiter spinnen und überlegen, wie man an die Menschen rankommt. Haben Sie auch die ganzen Adressen von denen, die sich da, die 800 Filmgeschäftsführer, das wäre doch spannend, oder? Nee, jetzt mal ohne Scherz beiseite. Was mir noch einfällt, ihr macht doch auch teilweise tolle Making-ofs zu den Produktionen. Die sind aber nur hinter der Bezahlschranke, ne? Oder? Obwohl, ich meine, wenn man Netflix-Abo hat, dann ist ja egal. Aber weil das macht ja vielleicht auch Lust, oder? Ich weiß es nicht, wie es von der Generation Z wahrgenommen ist. Also ich gucke mir sehr gerne Making-ofs an, muss ich sagen. Aber das es gibt die zum Teil auch, wir geben solche Sachen auf YouTube raus. Ah, okay. Also das gibt's alles. Dann sollte man das nochmal ein bisschen promoten. Also ich glaube, das ist nur die, wir fragen uns natürlich bei der Berufsmesse, die wir jetzt in Nürnberg, die jetzt in Nürnberg ansteht, ja, und wie geht es dann weiter? Also können wir was können wir den jungen Menschen anbieten, die dann fragen, ja, und wo werde ich das?
Wo kann ich da hingehen? Und da, das ist die große Frage, ja, genau. Das ist im Moment wirklich eine große Frage. Also man kann natürlich sagen, ja, man kann hoffen, einen Pool zu erstellen, man kann in Kontakt bleiben, man kann natürlich auch hoffen, dass man ein Praktikum oder eine Teil, vielleicht ein Reinschnuppern anbieten kann, aber es gibt ja noch keine Ausbildungsstrukturen in dem Sinne. Nee, das ist richtig, aber es wäre ja schon mal ein Fortschritt, wenn sozusagen die Bewerberzahlen an den immerhin, wenn ich das richtig rechne, klassischen 7 Filmhochschulen, die wir haben, steigen, weil auch dort ist es ja so, also ich selbst habe ja Produktion gemacht und ich weiß ja auch, nicht jeder ist dann Produzent geworden, mancher ist dann bei der Produktionsleitung geblieben oder Herstellungsleitung. Klar hat man natürlich gewisse Erwartungshaltungen als junger Mensch, was man möchte, aber man kommt ja dann, findet ja dann irgendwo seinen Weg halt. Ne? Frau Meitz, Sie hatten auch vorhin so etwas unruhig noch gewirkt. Nein, ich wollte nur sagen, es fängt ja schon bei den Schülerpraktikanten an. Also ich meine, es gab eine Zeit, da hat überhaupt kein Schülerpraktikant einen Platz gekriegt in den Filmproduktionen. Also ich weiß, dass ich ständig auch bei uns, es ist auch echt anstrengend. Jemand, der kommt für 2 Wochen, dem muss man im Grunde alles zeigen. Und es ist ja eine Aufgabe auch. Also muss sich ja jemand kümmern, muss man auch ein Programm machen. Was zeige ich dem in 2 Wochen? Und ich merke aber, dass das natürlich also wir versuchen es jetzt, wenn wir Anfragen bekommen, die auch wirklich das wirklich irgendwie zu machen. Also den jungen Leuten, die sind ja relativ jung, die sind 15 oder so, denen wirklich was zu zeigen. Das können wir allerdings tatsächlich nur, wenn wir in dem Zeitraum auch wirklich drehen. Weil es macht keinen Sinn, dass die bei uns im Büro fotokopieren oder Drehbücher lesen. Sondern da muss man schon sinnvoll irgendwie die Drehbücher lesen lassen, dann am Set wird eine Szene gedreht, dann können die dann auch in den Schneideraum gehen, dann können sie also sozusagen so ein bisschen so einen kleinen Durchlauf. Also das muss man ihnen schon ermöglichen und das ist natürlich alles Arbeit. Also muss sich jemand kümmern und so weiter. Aber das finde ich, man kann nicht früh genug anfangen, damit überhaupt ein Bild entsteht von den Filmberufen. Also das ist genau das, was du vorhin gesagt hast, dass man gar nicht weiß, was macht eigentlich ein. Ja? Also und das sollte man in die Gesellschaft auch tragen. Und deshalb ist Filmbildung auf alle Fälle wichtig auch. Wie ist das denn konkret in Bayern? Also ich meine, ihr kriegt ja Geld, um das Start into Media Programm zu machen. Jetzt der erste Schritt ist sozusagen jetzt schon mal da. Wie sieht es denn da aus? Gibt es denn da eine Bereitschaft in den Gremien, in der Politik, in den dafür zuständigen Bildungsministerien etc.? Da dann zu denken und zu überlegen, wie kann man da noch Strukturen schaffen? Also jetzt selber mit dem Kultusministerium habe ich noch keinen richtigen Austausch, aber ich habe das auf dem Schirm, dass ich da gerne mal in den Austausch gehen möchte, um zu gucken, inwiefern die uns unterstützen können. Aber wir sind in Gesprächen mit dem Digitalministerium, zum Beispiel mit dem Film und Fernsehen vor Bayern. Da gibt es eben auch eine Arbeitsgruppe, wo der Ben auch schon mal mit dabei war, wo wir auch überlegen, wie kann man das denn machen, wie kann man Ausbildungsmöglichkeiten schaffen oder wie kann man dieses Fachkräftemangel in den Griff bekommen, wie kommt man an die jungen Leute ran. Und es ist ja zum Beispiel auch jetzt an der Hochschule Ansbach zusammen mit der Konstantin ein Studiengang entwickelt worden. Und das ist auch, die haben von uns, von Start into Media, eine Anschubsfinanzierung bekommen. Wir haben die Future Skills Förderung. Und da kann man in Bayern als Medienunternehmen oder wie auch immer Medienlehrender oder jemand, der in den Medien arbeitet, einen Antrag stellen und kann dann für einen Workshop sind es 5.000 Euro und für ein Seminar 15.000 Euro. Und dann kann man halt selber ein Weiterbildungsangebot oder sowas entwickeln. Also wir versuchen da schon ein bisschen Flexibilität reinzugeben. Natürlich brauchen wir aber viel mehr, weil es ist halt eben tatsächlich auch diese Sache mit dem Abschlüssen, weil es spielt eine Rolle. Ein richtig hochwertiger Abschluss, der bietet einfach Sicherheit. Und jetzt zum Beispiel die Filmwerkstatt München, die hat auch von uns eine Förderung bekommen und die machen jetzt einen Masterabschluss im Bereich, ich glaube, der heißt Digital Master of Arts oder so, ich weiß es gerade nicht genau. Und das machen sie zusammen mit einer Universität in Manchester oder so, ich weiß es gerade nicht so auswendig, aber die haben tatsächlich eben auch, damit sie das realisieren können, damit da ein hochwertiger Abschluss entsteht, haben sie auch eine Anschubsfinanzierung von uns bekommen.
Da würde ich gerne nochmal auf Sie zurückkommen, wenn wir das Modell vielleicht auch auf andere Bundesländer übertragen wollen, zum Beispiel speziell Berlin, weil ich hatte mir von Jahr, als wir letztes Jahr das Panel gemacht haben, bin ich auch die Tour gegangen zu den Länderförderungen, habe dann festgestellt, dass die sich immer nicht zuständig fühlen für das Bildungsthema, weil die verweisen dann immer an das jeweilige Kultusministerium etc. Aber jetzt wollen wir mal von den deutschen Hürden, die es so alle gibt, auf dem Weg in hier Besserung zu erreichen, mal doch nochmal wieder ein bisschen vielleicht den Blick über den Tellerrand. Ich würde gerne noch mal an Sie die Frage stellen, Herr Harris, wie machen das denn dann andere Länder? Sie haben ja gesagt, auch eingangs in Ihrem Eingangsstatement, dass es diese die Probleme oder den Mangel, den wir an Fachkräften und an Nachwuchs haben, dass es das in den anderen Ländern auch gibt. Wie lösen das denn andere? Also gerade die angelsächsischen, ich kenne zum Beispiel dieses Modell New Motion, was jetzt hier die X-Filme zusammen mit DCM sich so ein bisschen aus England abgeguckt haben, also so dieser Schulterblick. Aber das ist ja, sage ich mal, zumindest soweit ich das jetzt verstanden habe, auch da geht es ja um den Schulterblick, ne? Dass man einfach mal so, das wäre auch wieder dieser erste Schritt, nur ich orientiere mich, welcher Beruf wäre etwas überhaupt für mich, um am Set oder an einer Filmproduktion eben mal zu schauen, wie sieht da so der Einzelberuf aus. Aber wie gesagt, zurück zu etwas eher langfristigen oder zu Strukturen. Wie machen das denn andere Länder? Dänemark zum Beispiel. Man mag gar nicht denken, dass so ein kleines Land so viel Aufmerksamkeit erreichen kann mit dem, was es medial so hervorbringt. Aber Dänemark, Südkorea fällt mir jetzt auch noch ein. Ja, die haben gerade, gut, das ist jetzt Kino, okay, aber verschwimmen die Grenzen ja sowieso durch euch Streamer zwischen Kino und Fernsehen. Es ist ja sozusagen, geht ja eigentlich heutzutage dann meistens um was Tolles zu produzieren. Aber wie machen das denn andere? Naja, in Dänemark kann man jetzt speziell sagen, da kenne ich mich jetzt auch so ein bisschen aus, weil das auch einer meiner Märkte ist. Dänemark hat relativ früh damit angefangen, sich dem Thema zu widmen. Das war schon in den 90ern, also nicht gerade konkret Fachkräftemangel. Da ging es eher darum, wie bringen wir Nachwuchs ins Fernsehen und wie bauen die Sender, also gerade in diesem Fall der öffentlich-rechtliche, DR, der dänische Rundfunk, ist auf die Filmhochschule zugegangen und auch auf die Branche. Und da wurden systematisch die Grenzen niedergerissen zwischen diesen drei Konglomeraten, sage ich mal, oder diesen drei Bereichen. Und es wurde konkret darauf angelegt, die Ausbildung in der Filmhochschule frühzeitig auch mit dem Fachwissen aus der Branche zu verkoppeln. Und natürlich auch dann weniger Berührungsängste zwischen, sage ich mal, Arthouse-Kino und den Filmemachern und dem Fernsehen. Also Lars von Trier hat in den Mitte der 90ern schon eine Fernsehserie fürs Öffentlich-Rechtliche gemacht, was natürlich damals auch schon so ein Watershed-Moment, also so ein großer Moment war für die ganze Branche in Dänemark, wo dann klar wurde, okay, es ist völlig okay, auch als Kunstfilmer Fernsehen zu machen. Und ich glaube, diese Berührungsängste haben hier noch in vielen Märkten noch sehr lange angehalten. Oder andere Sache ist, Dänemark, die DR-Produzenten sind früh nach Hollywood gefahren und haben sich dort jetzt erstmal angeguckt, wie das mit dem Writers' Room läuft. Dann das System Writers' Room relativ frühzeitig dann auch in Dänemark etabliert. Natürlich mit kleineren Writers' Rooms, da brauchen wir keine 10 Autoren, da reichen 3 Autoren, aber so Serien wie Borgen sind nach diesem Muster entstanden und dann halt auch dann konzeptionell umgesetzt worden, im Sinne von der Autor und der Produzent arbeiten gemeinsam an einer Vision für eine Serie. Also da sind schon spannende Ansätze passiert. Und ich glaube, wir können auch ruhig mal zwischendurch über den Tellerrand gucken und mal gucken, wie haben andere das gemacht. Also in Dänemark ist es ja auch sehr interessant, dass die Filmförderung die Entwicklung der Filme längerfristig und auch anders, also im größeren Rahmen zur Verfügung stellt. Also dass alle Gewerke beteiligt sind. Die Kreativen, wenn man in Dänemark arbeitet, ist es interessant, dass man das hat ja auch was mit dem Urheberrecht, mit der Urheberrechtsanerkennung natürlich auch zu tun, dass man
in den Kreativen sich da nicht gegenseitig angreift, sondern dass man sich gegenseitig stützt. Ein ganz interessanter Nebenaspekt. Genau. Ja, und ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel nach Österreich guckt, da haben wir gerade die Novelle gehört, dass es Boni gibt für sowohl Green Filming, aber auch für Ausbildung und natürlich auch Verhaltenskodex wird angesprochen. Also ganz interessant, so weit muss man da eigentlich gar nicht gehen. Und ich glaube, was halt sinnvoll ist, das hat uns jetzt auch zum Beispiel die Veranstaltungswirtschaft auch gezeigt, dass man sich auch europaweit vernetzt. Also wir haben das jetzt mit Arzenico zum Beispiel gemacht und wir hören natürlich ähnliche Probleme, aber wir hören auch, welche Systeme da funktionieren. Und das ist schon interessant, wenn ich jetzt nochmal zu Dänemark zurückgehe. Ich habe das erlebt, wie der Robert-Prisen verliehen wird und da wird man eben nicht schief angeguckt, wenn man Serie macht. Und gleichzeitig kann man Arthouse-Produktionen tatsächlich auch in dem Bereich erfolgreich sein. Und das finde ich schon, da ist Deutschland ja noch weit von entfernt, leider. Ja, aber gibt es das eigentlich jetzt noch, spätestens seitdem die Streamer sich ja viele Kinostars geschnappt haben, die großartige Serien hervorgebracht haben, ist das doch eigentlich sowieso fließend, oder? Also aber wie lange läuft denn das schon? Das ist seit 2-3 Jahren, würde ich sagen, oder? Naja, ein bisschen zurückgehen. Also ich meine, ich würde schon von 5-10 Jahren sprechen. Aber gut, jetzt sind wir natürlich above the line, was natürlich spannend ist, die Kreativberufe. Gibt es da noch was in der Runde, wo jemand ergänzen möchte? Ansonsten, wir haben ungefähr noch 5 Minuten. Jetzt ist noch die Chance. Ich würde auch gerne noch mal kurz eine Lanze brechen für meine Kollegen von den Sendern und anderen Streamern. Also ich würde sagen, die Message, dass wir ein Problem mit Fachkräften haben, ist angekommen in den Sendeanstalten und bei den Streamers. Wir sind auch Teil einer Arbeitsgruppe mit anderen Sendern und Streamern zusammen und es sind alle vertreten in dieser Arbeitsgruppe, was ich auch beachtenswert finde. Wir haben jetzt 6 Monate in verschiedenen kleineren Gruppen gearbeitet und kam jetzt vor kurzem zum Abschluss der ersten Runde sozusagen. Und es besteht ein generelles Einverständnis, dass etwas gemacht werden muss und dass auch die Sender und die Streamers gefragt sind in der Hinsicht. Und ich denke, in den nächsten 6 Monaten werden wir uns dazu jetzt äußern und auch konkrete Schritte und Maßnahmen dazu uns überlegen und einleiten. Also ich würde sagen, wir sind schon jetzt, also Sie sagten, letztes Jahr hatten Sie die gleiche Runde im Grunde. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile einen Moment erreicht, wo sich tatsächlich auch was ändern wird. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt immer so diese Runde jetzt, wie das täglich grüßt das Murmeltier, mal wieder wiederholen werden, sondern ich glaube, wir sind jetzt so ein bisschen am Umbruch angekommen, wo die Branche als Branche jetzt auch wirklich Interesse daran hat, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. Also ich habe ja so ein bisschen gesagt, wir als Netflix sind ein bisschen vorgeprescht und das haben wir auch sehr bewusst gemacht, aber wir wollen das auch mit der Branche zusammen machen und mit den Kollegen. Und ich bin da eigentlich recht hoffnungsvoll, dass da jetzt sich entsprechende Sachen auch bei den Kollegen hervortun werden. Aber das ist doch eine wunderbare Nachricht. Schade, ist ja dramaturgisch richtig, dass Sie die Sicht bis zum Schluss aufsparen. Da sollten wir uns natürlich dringend vernetzen, sowohl mit der Infilm, wo wir ja auch sozusagen Bestandteil oder auch Mitglied sind, aber auch gerne direkt mit der Fernsehakademie, weil das ist tatsächlich das, worüber wir jetzt seit Jahren ja auch schon auch während der Corona-Pandemie und vor der Pandemie auch geredet haben in verschiedenen Zoom-Sessions und so, wo es sehr viel Unmut halt vor allen Dingen über den Fakt geht, natürlich der mangelnden Finanzierung halt. Ne? Also es gibt ja seitdem eben, wie gesagt, mit dem Mindestlohngesetz, das weggefallen ist, dass man einfach mal ein Praktikum machen kann,
als an der Kamera zum Beispiel, ne, als Kameraassistent, weil dann muss er nicht ins Produktionsbudget in dem Maße rein. Und seitdem das aber das Mindestlohngesetz da ist und die eben voll wie vollwertige Arbeitskräfte bezahlt werden müssen, muss man da eben einfach Lösungen finden. Und wenn dann natürlich von eurer Seite jetzt das Problem erkannt, nicht nur erkannt, sondern auch Lösungsideen oder Lösungsmomente, dann lasst uns da bitte vernetzen.